Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, der Saturn, der Meister, den wir letzte Woche angesprochen haben, ist euch zugute gekommen, dass ihr zu neuen Einsichten gekommen seid, dass ihr Verantwortung übernommen habt, sicher jeder in seinem Bereich, so manche Rückmeldung habe ich schon erhalten. Lassen wir uns überraschen, was diese Woche bringt. Wir haben ja am 20., also am Montag mit dem Start in die Woche, einen Neumond im Krebs. Es geht in einen Neustart, in eine Neuausrichtung. Krebs ist ja immer sehr gefühlvoll. Ich habe auch sehr viele Inputs erhalten, dass es eine gute Zeit ist, Träume wahr werden zu lassen. Innere Träume, die gereift sind, wahr werden zu lassen. Und die Portaltage gehen ja noch bis zum 22. Das ist eine schöne Zeitqualität, die sich hier trifft. Und ja, schauen wir uns an, was diese Woche bringt. Das Hauptthema ist die Geliebte. Also egal, ob du als Mann oder Frau zuschaust, hier geht es um eine geliebte Frau in deinem Leben oder du wirst zur Geliebten. Schauen wir uns die Qualitäten an. Diese geliebte Frau, wenn du es bist oder wenn du an jemand Bestimmtes denkst als Zuschauer, die wünscht sich Beständigkeit, Beständigkeit in der Beziehung, im Leben anzukommen, ist eine Frau, die im Beruf aufgeht, die im beruflichen Umfeld geschätzt wird, eine bodenständige Frau. Und es geht um die Verbindung mit dieser Frau, um die Hochzeit. Das kann beruflich bedeuten, weil wir hier die Berufskarte liegen haben, dass man einen Vertrag abschließt. Häufig ist es ein Vertrag in einem Familienbetrieb. Hier geht es immer um ein Miteinander und nicht um einen Alleingang. Hier habe ich das Gefühl, partnerschaftlich, dass es eine Frau ist, die genau weiß, was sie will, die bereit ist, eine Verbindung einzugehen. Gut, in Gedanken geht es ums Geld, um den Reichtum. Sie weiß um ihren Reichtum, um ihren inneren Reichtum. Vertraglich gesehen kann es hier um neue Aushandlungen gehen, wegen des Entgelts, wegen des Lohns und man möchte einfach auch ein beständiges Einkommen. Das kann euer Wunsch sein oder es geht immer noch um die Geliebte. Das lasse ich euch hier selber rausfiltern. Im Unterbewusstsein geht es um etwas Geld. Hier habe ich den starken Eindruck, dass es um die Zeitqualität geht, dass noch ein wenig Geduld gefragt ist. Oder es kann auch bedeuten, ihr habt euch mit bestimmten Dingen auseinandergesetzt, die im Unterbewusstsein da sind und ihr kommt jetzt in die große Bereicherung. Auch im letzten Kapitalfluss hatten wir ja den Reichtum in kurzer Zukunft. Also hier gilt es natürlich auch zu beleuchten, ob ihr für die Fülle bereit seid. Fragt euch das. Seid ihr für die Fülle bereit? Seid ihr für die Fülle im Berufsleben bereit, in der Partnerschaft, in der Familie, im Wohnraum, wo ihr seid? Es geht um die Fülle, dass ihr die euch manifestiert. Also ich denke, wenn die Karte in der Vergangenheit liegt, dass ihr damit schon begonnen habt, euch auf die Fülle auszurichten. Ihr habt euch die Vergangenheit angeschaut und wollt jetzt in neue Fülle gehen. Vielleicht wart ihr hier zu stark im Mangelbewusstsein verhaftet und seid jetzt bereit für neue Schritte. Hier empfinde ich auch
oder spüre ich eine Art Erleuchtung. Ihr habt euch mit euch selber auseinandergesetzt und wisst jetzt immer besser, was ihr wollt. Das ist super, dann kann das nämlich auch kommen. Vielleicht fragt ihr euch auch, wie, aber schon nur alleine, dass ihr euch die Frage stellt, bringt euch in eine neue Ausrichtung. Okay, in Zukunft haben wir den Feind, in nächster Zukunft. Der Feind kann darauf hinweisen, dass man hier noch nicht in Beständigkeit ist, dass einem Steine in den Weg gelegt werden, durch negative Personen im Umfeld, aber auch durch einen inneren Persönlichkeitsanteil von euch selber. Vielleicht könnt ihr euch absolut nicht vorstellen, wie man in die Fülle kommt und ihr setzt euch unter Zeitdruck. Dann ist immer wieder wichtig, auszusteigen, loszulassen. Etwas Geduld zu haben, bis sich das manifestiert, bis es sich zeigt. Denn es sind Zeiten, wo ihr Hoffnung bekommt, wo ihr guter Dinge seid, wo ihr eine gute Einstellung habt. Es kann eine Frau in eurem Leben sein, die euch zu dieser Einstellung verhilft. Hier gilt es, in euch den Anker zu finden und in die neue Richtung zu gehen. Wir haben ja hier den Anker und das Schiff. Die Frau hat die Blumen in der Hand. Die Frau hat Geschenke in der Hand. Also hier gilt es, eine positive Haltung im Leben einzunehmen und vielleicht schenkt euch eine bestimmte Situation, neue Hoffnung, um diesen Feind überwinden zu können, im Inneren wie im Äußeren. Hier geht es nämlich um eine bestimmte Traurigkeit, die euch in dieser Haltung sein lässt. Vielleicht will man sich der Traurigkeit nicht stellen, wenn man die Traurigkeit nicht lebt. Ich muss ja nicht der Traurigkeit verfallen, aber wenn ich sie unterdrücke, kann keine Heilung geschehen. Hier geht es auch um eine traurige Frau oder einen Feind in eurem Umfeld, weil die Position dafür liegt. Ihr seid aber trotzdem guter Hoffnung und guter Einstellung. Wenn es euch selber betrifft, dann meistert ihr das, weil ihr hier gelernt habt, durch eure Gedanken in eine beständige Haltung zu kommen. Und wenn dieser Feind oder diese Traurigkeit in eurem Umfeld da ist, habt ihr gelernt, damit umzugehen. Ihr wisst immer besser, wie ihr damit umgeht, weil ihr vielleicht durch diese Karte neue Werkzeuge in euch entdeckt habt. Ihr hofft oder befürchtet eine Transformation. Diese Transformation vielleicht ist euch ein Dorn im Auge, weil hier der Feind liegt. Natürlich hat man immer Angst vor Veränderungen und neuen Schritten, die werden aber mit Sicherheit passieren. Ich glaube, dass man hier auch schon verstanden hat, worum es geht. Und diese Schritte werden mit Sicherheit gemacht. Hier kommt mir auch noch die Eingebung, dass euch das Umfeld regelrecht da hinein schubst. Lasst das mal auf euch wirken. Und wenn man die Aufgaben gemacht hat, ist einem der Feind kein Dorn mehr im Auge, sondern man entschließt sich jetzt felsenfest für die Neuausrichtung. Am Ausgang haben wir den Geliebten. Also normalerweise sind die Geliebte und der Geliebte ja immer in der Partnerschaft zu deuten. Wenn ich die Karten jetzt so zusammenhalte, sehen sich die zwei Personen an. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Ihr schaut euch in die Augen. Ihr macht durch die Transformation Platz für neue Hoffnung. Und überwindet den Feind im Innern und im Außen. Also schauen wir uns beim Geliebten die näheren Karten an. Hier hat man eine Erleuchtung bekommen und sie manifestiert sich nochmal stärker. Das betrifft hier ganz klar die Männer
in ihrer Beziehung zur spirituellen Welt, zur himmlischen Welt, die sich in den Portaltagen ja super geöffnet hat. Man bekommt hier Eingebungen. Vielleicht hat man Angst, diesen Eingebungen zu folgen. Und es kommt die Krankheit. Das heißt für mich ganz klar, wenn der Geliebte die Eingebungen nicht registriert, nicht hören will oder vielleicht auch noch nicht hören kann, bekommt man körperliche Symptome. Und für mich schaut es aus, als ob hier jemand in einer Zwickmühle steckt. Man weiß nicht mehr in und ein und aus, obwohl man hier schon verstanden hat, was zu tun ist. Und die Geliebte hat hier auf alle Fälle ihre Aufgabe gemacht, auch wenn sie noch geprüft wird. Es klingt auch so, als ob sie die ist, die hier die Energie haltet oder hält und halten kann. Und sie ist bereit, Altes loszulassen, wozu der Geliebte jetzt aufgefordert wird. Wenn es nicht die Partnerschaft betrifft, dann bitte münzt diese Karten auf den Beruf um, auf euren Wohnort, wo dem Mann bewusst wird, was er jetzt zu tun hat, auch wenn er sehr große Ängste hier vor den nächsten Schritten hat. Die Schritte passieren mit Sicherheit. Es kann auch um Familienmitglieder gehen, die hier eine Erleuchtung kriegen und verstehen, was sie zu tun haben. Und wenn sie es nicht tun, spüren sie ja jetzt schon die Symptome, die Körpersymptome, die uns Menschen immer darauf aufmerksam machen, wenn etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Okay. So, dann kommen wir wie immer zu den inneren Persönlichkeitsanteilen, die hier die Hauptrolle spielen. Hier wollten heute mehrere Karten fallen. Die innere Person ist der Merkur, der hier ganz klar für das Kommunikationsthema wieder verantwortlich ist. Hier geht es um einen regen Austausch diese Woche und dass man es schafft, Kopf- und Bauchgefühl in Einklang zu bringen und aus der inneren Mitte zu handeln. Wenn die Karten auf dieser Position liegen, hat man hier noch Zweifel, ob man sich mitteilen soll und ob man dem inneren Gefühl vertrauen kann. Ist ein sehr wichtiger Lernprozess. Die zweite Karte ist hier, dass man für die Liebe noch nicht die Verantwortung übernommen hat, wenn es auf dieser Position liegt, ist aber schon bereit für die Entwicklung. Hier geht es darum, Verantwortung in Sachen Liebe zu übernehmen. Hier haben wir wieder den Saturn, der die Liebesdinge prüft mit der Venus im Stier. Abgebildet ist der Franz von Assisi. Also wenn ich es schaffe, in die Selbstliebe zu kommen, werde ich auch Verantwortung in Liebesdingen übernehmen können. Mit dieser Karte sind wir auch aufgefordert, Kontakt mit der Natur aufzunehmen, um in unsere Mitte zu kommen. Das unterstützt uns auf alle Fälle. Und hier ist in Liebesdingen eine Mitteilung gefragt, die reif zum Ausspruch ist. Hier ist man einfach noch gehemmt, aber das wird sich diese Woche sicher ganz gut entwickeln. Auf dem Weg dahin löst man sich aus verhängnisvollen Verstrickungen, Affären. Verstrickungen können auch in der Familie und in Freundschaften vorkommen. Jedenfalls geht es hier um die Waage Venus, die vom Skorpion geprüft wird, vom Pluto, vom Herr der Unterwelt. Alle Verstrickungen, egal in welchen Verbindungen, die nicht mehr gesund sind, werden hier endlich ans Licht gebracht und man kann dann auch dementsprechend handeln, wenn man verstanden hat, worum es hier geht. Hier ist die Liebe, das Bild der Liebe, total fehlgeleitet. Hier
folgt man dem Gott der Unterwelt anstatt dem Himmel. Und der will jetzt entdeckt werden. Hier werden Verstrickungen gelöst. Zum Ziel, ja, das ist die Karte der Eheschließung. Auch wenn hier männlich und weiblich verstanden hat, dass man nicht immer übereinkommt, dass man nicht immer der gleichen Meinung ist, ist das trotzdem ein Grund, dass man sich zusammenschließen kann. Für Verbindungen, die hier aber überholt sind, die der Herr der Unterwelt geschlossen hat, die werden getrennt. Wenn die Verbindung auf eine neue Ebene gebracht wird, hat man die besten Chancen, sich auf einer neuen Ebene zu verbinden, oder es wird getrennt. Also das hängt von der Entwicklung der Beziehung ab und der Entwicklung der beteiligten Personen. Und man kann hier männlich und weiblich vereinen in sich selber und kommt dadurch auf eine neue Ebene. Und ihr habt hier Wissen erlangt, also das lässt mich wieder auf die Erleuchtung schließen vom keltischen Kreuz, das ich erwähnt habe. Und das Wissen bleibt nicht mehr unverbindlich. Hier wird bestimmtes Wissen gelebt. Hier wird gesprochen mit dem Merkur. Und der Schütze, der Jupiter, lässt uns aus dem Tellerrand schauen, Beziehungen neu beleuchten. Die Begleiter. Ja, die segensreiche Fülle hatten wir ja schon im Kapitalfluss und in dieser Woche liegt das große Geld ja in den Gedanken. Also für mich heißt das, dass man verstanden hat, wo man an die Fülle anknüpfen kann und dass es bereichernd ist, wenn man sich austauscht, wenn man in die liebevolle Verantwortung geht für sich selber, für sein Umfeld und dadurch in die Fülle kommt und dem Leben vertraut. Hier hat man angefangen, dem Leben zu vertrauen oder beginnt damit, weil das Leben für uns die Fülle bereithält. Und man wird triumphieren. Das ist Spitze. Man wird diese Verstrickungen beleuchten, aufdecken und wirklich verstehen und spüren, was als nächstes zu tun ist. Hier ist man sehr stark von der geistigen Welt begleitet, mit dem Einhorn, das uns mit der Quelle verbindet. Hier darf ein Triumph gefeiert werden. Spitze! Und der Ausgang? Ja. Der Glaube kehrt zurück an das Gute. Also wir hatten ja auch bei der letzten Liebeslegung, bei der weiblichen Seite, dass der Glauben verloren gegangen ist. Der war am blinden Fleck positioniert. Ihr könnt euch das gerne anschauen. Und hier hat man den Glauben wiedergewonnen an die wahre Vereinigung. An das Wissen, das man erworben hat, das man jetzt im Leben umsetzt. Vielleicht hat man hier auch wichtige Lehrsituationen, Prüfungen bestanden und der Glaube kehrt zurück. Also hier ist für mich klar, dass man diese Woche belohnt wird, sehr stark belohnt wird für die Prüfungen, die man letzte Woche bestanden hat und auch diese Woche noch bestehen wird. Und ich schließe hiermit ab. Es war wieder viel Information, kompakte Information. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren, auf eurem Weg zu bleiben, in die Kommunikation und in die Verantwortung weiterhin zu treten, Schritt für Schritt zu wagen. Und ich wünsche euch wie immer alles Liebe auf dem Weg, bedanke mich für eure Likes, für eure Abos, die neu eingehen. Wenn ihr eine private Legung möchtet, findet ihr die Infos wie immer unten in der Box, auch für freiwillige Spenden. Und ich wünsche euch einen wunderbaren Triumph. Alles Liebe, eure Sandra.